Es ist der 11. Januar 1992. Um 20.20 Uhr betreten zwei aufgelöste Familien die Polizeidirektion von Jeffersonville. Die Polizisten dürften überrascht gewesen sein. Eigentlich ist in dem verschlafenen Örtchen nicht viel los. Zumindest bis zu diesem Tag. Denn die beiden Elternpaare, die mit ihren Töchtern vor den Polizisten stehen, erzählen ihnen etwas Unglaubliches. Ihre 15 Jahre alten Töchter, Hope und Tony, sind gekommen, um sich zu stellen. Sie haben etwas Schreckliches getan. Sie haben einen Mord begangen. Die Mugshots, die Polizei an diesem Abend von Hope und Tony anfertigen, gehen in die Kriminalgeschichte ein. Denn Hope lächelt darauf breit. Wenige Stunden, nachdem sie Shanda Scherer mit zwei weiteren Freunden entführt, gequält und ermordet hat. Ihr Opfer war gerade einmal 12 Jahre alt. Shanda Scherer wird am 6. Juni 1979 in Kentucky geboren. Ihre Eltern Jacqueline und Stephen lassen sich irgendwann scheiden. Ihre Mutter Jacqueline heiratet neu und zieht vom Ort Pinewood nach Louisville. Das ist die größte Stadt im Bundesstaat Kentucky. Auch die zweite Ehe von Jacqueline geht in die Brüche. Also ziehen sie und Shanda noch einmal um. 1991 geht es für Mutter und Tochter nach New Albany in Indiana. Zu diesem Zeitpunkt ist Shanda 12 Jahre alt. Nur wenige Monate später wird sie tot sein. Die Situation für Shanda ist natürlich nicht einfach. Erst die Scheidung ihrer Eltern, dann die Trennung von ihrer Mutter und dem Stiefvater und die Umzüge. Daneben hat sie noch den ganz normalen Stress, den man als allmählich Jugendlicher hat. Doch Shanda meistert die Situation gut, bis sie an ihrer neuen Middle School in New Albany in einen Konflikt gerät. Niemand kann ahnen, wie sehr dieser Streit unter Kindern in den nächsten Monaten eskalieren wird. Alles fängt an, als die 12-jährige Shanda in einen Streit mit einem 2 Jahre älteren Mädchen gerät. Die Mitschülerin heißt Amanda und ist 14. Zuvor soll Shanda einen Konflikt mit deren Cousine gehabt haben. Daraufhin entbrannte ein Streit zwischen Shanda und Amanda. Diese Auseinandersetzung ist so heftig, dass die beiden gemeinsam nachsitzen müssen. Während des Nachsitzens wendet sich das Blatt. Die beiden Mädchen vertragen sich nicht nur miteinander, sie freunden sich sogar an. Shandas Mutter Jacqueline ist hinsichtlich dieser Freundschaft etwas skeptisch. Während des Streits soll Amanda Shanda sogar geschlagen haben. Noch dazu ist das Mädchen 2 Jahre älter. In dem Entwicklungsstadium der beiden Kinder macht das durchaus noch einen größeren Unterschied. Doch Shanda beruhigt Jacqueline. Amanda sei eigentlich total nett. Amanda und Shanda schreiben einander viele Briefe. In diesen fragt Amanda die 12-Jährige unter anderem, ob sie auf Mädchen stehen würde. Noch dazu überhäuft sie Shanda geradezu mit Komplimenten. Tatsächlich beginnen die beiden eine romantische Beziehung. Und genau dieser Umstand ruft eine dritte Person auf den Plan. Die 16-jährige Melinda Loveless ist schwer eifersüchtig auf Shanda. Denn eigentlich ist Melinda mit Amanda zusammen. Die beiden haben jedoch eine klassische On-Off-Beziehung. Immer wieder trennen sich die Mädchen, nur um doch wieder zusammenzukommen. Schon bald wechselt Shanda die Schule. Sie geht nun auf eine katholische Middle School. Shanda und Amanda bleiben aber auch danach noch befreundet. Im Oktober 1991 besuchen sie sogar gemeinsam einen Schulball von Amanda. Als Amanda und Shanda gemeinsam auftauchen, ist Melinda wütend. Denn eigentlich wollte sie mit Amanda zum Ball gehen. Vor allen Anwesenden bedroht sie die 12-jährige Shanda massiv und jagt sie über die Veranstaltung. Ihrer On-Off-Freundin Amanda verpasst sie eine Ohrfeige. Es dauert nach diesem Vorfall nicht lange, bis Amanda und Melinda sich wieder vertragen. Melindas Eifersucht gegenüber Shanda ist jedoch weiterhin groß.
Immer wieder schreibt sie Amanda wutentbrannte Briefe, in denen sie die 14-Jährige auffordert, sich von Chandler fernzuhalten. Doch die Dreiecksbeziehung zwischen den Mädchen endet nicht. Zur Erinnerung, Chandler ist hier erst 12 Jahre alt. Während sie sich ausprobiert und erste Erfahrungen sammelt, dürften Amanda und Melinda mit ihren 14 und 16 Jahren schon ein ganz anderes Gefühl für diese Situation haben. Das sollte man zumindest denken. Amandas Vater findet im Zimmer seiner Tochter ein paar Briefe, die Amanda von Melinda erhalten hat. Er ist entsetzt, als er feststellt, dass es in den Briefen um sexuell explizite Details geht. Der Vater gibt die Briefe sogar an die Polizei weiter und möchte eine einstweilige Verfügung gegen Melinda erwirken. Zu diesem Zeitpunkt kriselt es bei Amanda und Melinda allerdings mal wieder heftig. So sehr, dass Amanda ihrer On-Off-Freundin nicht einmal zum Geburtstag gratuliert. Dafür wird die Beziehung zwischen Amanda und Chandler umso intensiver. Chandlers Mutter Jacqueline macht einen ähnlichen Fund wie Amandas Vater. Im Zimmer der 12-Jährigen liegen Briefe, die die 14-jährige Amanda an Chandler geschickt hat. Auch in ihnen werden sexuell explizite Szenarien zwischen den beiden geschildert. Jacqueline entscheidet sich dazu, Chandler einfach direkt darauf anzusprechen. Sie streitet ab, irgendeine sexuelle Beziehung zu Amanda zu haben. Aus den Briefwechseln zwischen den beiden geht allerdings das genaue Gegenteil hervor. Da sich Chandlers Verhalten stark ändert und ihre Noten in der Schule immer schlechter werden, schickt Jacqueline Chandler ab da auf die katholische Schule. Ihre Mutter möchte sie von Amanda und auch von Melinda, die immer noch beleidigt ist, fernhalten. Sie sagt Jahre später in einem Interview zu dem Thema: "Wenn sie lesbisch war, was soll's? Es ist mir egal. Das Problem für mich war, dass sie von dieser älteren Person unter Druck gesetzt wurde, Dinge zu tun. Chandler war 12. Sie war ein Baby." Doch der Briefverkehr geht auch nach dem Schulwechsel weiter. Und nicht nur von Amanda erhält Chandler Briefe. Auch Melinda schreibt ihr. Sie bekommt regelmäßig Drohbriefe von der 16-Jährigen. In einem Brief an Amanda schreibt Melinda, sie wünschte, Chandler sei tot. Rückblickend wird immer wieder die Frage gestellt, ob Amanda damals ahnen konnte, wie ernst Melinda diese Aussage gemeint hat. Ende November 1991 kommt es erneut zu einem gravierenden Zwischenfall. Amanda hat Chandler abermals zu einem Schulball eingeladen. Chandler selbst geht zu diesem Zeitpunkt schon auf die katholische Schule. Als ehemalige Schülerin wird sie am Eingang des Balls abgewiesen. In diesem Moment trifft auch Melinda an der Location ein. Sie drängt Amanda dazu, Chandler vor ihren Augen zu sagen, dass sie keine Gefühle für sie habe. Amanda leistet dem tatsächlich auch Folge. Abschließend spricht Melinda gegenüber Chandler eine erneute Drohung aus. Sollte sie sich noch einmal in Amandas Nähe begeben, würde sie die 12-Jährige umbringen. Ab diesem Zeitpunkt kühlt das Verhältnis von Chandler und Amanda ab. Chandler beginnt mehr Zeit mit einem Jungen aus ihrer katholischen Schule zu verbringen. Sie mag ihn wohl sehr. Über gemeinsame Bekannte erfährt Amanda davon. Sie verfasst noch einmal einen Brief an Chandler und trennt sich offiziell von ihr. Die Geschichte hätte an dieser Stelle enden können. Man hätte den Kopf schütteln können über die mehr als grenzüberschreitenden Aussagen, die die 16-jährige Melinda gegenüber der 12-jährigen Chandler getätigt hat. Man hätte vielleicht hoffen können, dass Melinda und Amanda sich wieder zusammenraufen und dass Chandler in ihrem eigenen Tempo neue, weniger exotische Erfahrungen sammeln könnte. Doch leider wird es dazu nicht kommen. All das ist nur der Anfang eines Verbrechens, das bis heute fassungslos macht. Es ist der 10. Januar 1992. Seit dem Zwischenfall bei dem Schulball sind etwa anderthalb Monate vergangen. Um das Beziehungsgeflecht noch einmal aufzuzeigen. Eigentlich sind die 14 Jahre alte Amanda und die 16 Jahre alte Melinda ein Paar. Sie trennen sich aber immer wieder voneinander. Während einer dieser Trennungsphasen hat sich Amanda der erst 12 Jahre alten Chandler angenähert. Das wiederum hat Melinda so eifersüchtig gemacht, dass sie drohte, Chandler umzubringen. Chandlers Mutter hat die 12-Jährige wegen der Drohung und des Verhältnisses zu Amanda auf eine andere Schule geschickt. Nachdem Melinda Amanda dazu gezwungen hat, mit Chandler Schluss zu machen, herrscht nun Funkstille zwischen den Mädchen. Doch auch nach diesen anderthalb Monaten ist Melindas Wut offenbar noch nicht versiegt. An diesem 10. Januar 1992 trifft sie sich mit drei Mädchen.
Melinda bekommt Besuch von ihrer Freundin Lori Tackett. Lori ist 17 Jahre alt. Sie hat eine schwierige Vergangenheit. Die Teenagerin neigt zu selbstverletzendem Verhalten. Lori bringt zwei Freundinnen mit. Sie heißen Hope Rippey und Toni Lawrence. Beide sind 15 Jahre alt und stammen ebenfalls aus sehr problembehafteten Familien. Lori, Toni und Hope leben in Madison. Die Stadt ist etwa 50 Meilen von New Albany entfernt. An diesem 10. Januar lügen sie ihre Eltern an und behaupten, bei den jeweils anderen Mädchen zu übernachten. Stattdessen fahren sie mit Loris Auto zu Melinda. Hope und Toni lernen Loris Freundin Melinda an diesem Tag erst kennen. Die Gruppe trifft sich in dieser Konstellation also zum ersten Mal. Melinda erzählt den drei Mädchen von dem Beziehungschaos mit Amanda und Chandler. Sie präsentiert Lori, Hope und Toni ein Messer. Mit diesem möchte sie Chandler einen Schrecken einjagen. Und die drei Mädchen halten das für einen guten Plan. Mehr noch, obwohl die drei Mädchen Chandler überhaupt nicht kennen, wollen sie Melinda bei ihrer Racheaktion begleiten. Und diese Aktion wollen sie sofort durchführen. Melinda, Lori, Toni und Hope setzen sich also ins Auto. Sie fahren nach Jeffersonville. Dort lebt Chandlers Vater. Über Bekannte wissen sie, dass Chandler ihn gerade dort besucht. Sie erreichen das Haus kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Unterwegs schmieden sie einen Plan, um Chandler hereinzulegen. Melinda und Lori bleiben im Auto. Hope und Toni sollen am Haus klingeln und nach Chandler fragen. Chandler kennt die beiden ja überhaupt nicht. Sie sollen vorgeben, Freunde von Amanda zu sein und Chandler sagen, dass Amanda an einem Treffpunkt in der Nähe auf sie warten würde. Sicherlich würde Chandler darauf anspringen. Genau so machen die Mädchen es auch. Und der Plan geht auf. Die 12 Jahre alte Chandler ist völlig arglos, als die beiden freundlich aussehenden Teenagerinnen vor ihrer Tür stehen. Sie sagt, sie könne nicht mitgehen, solange ihr Vater noch wach sei. Er würde ihr bestimmt verbieten, sich mit Amanda zu treffen. Stattdessen bittet sie die Mädchen, nach Mitternacht noch einmal wiederzukommen. Sie würde wach bleiben und auf sie warten. Als Hope und Toni zum Auto zurückkehren, ist Melinda frustriert. Sie hätte sich gewünscht, dass alles direkt klappt. Doch ihre Rachesucht ist so groß, dass die Mädchengruppe in Jeffersonville bleibt. Sie vertreiben sich den Abend bei einem lokalen Punkrock-Konzert und in einem Skatepark. Wie verabredet fahren sie gegen Mitternacht zurück zu Chandler. Melindas Stimmung ist inzwischen noch weiter gekippt. Während es bisher darum ging, Chandler einen Schrecken einzujagen, beginnt sie nun darüber zu sprechen, die 12-Jährige umzubringen. An diesem Punkt hätten Lori, Hope oder Toni intervenieren können. Sie hätten versuchen können, Melinda zu beschwichtigen und ihr aufzuzeigen, dass sie sich viel zu sehr in die Sache hineinsteigert. Doch das passiert nicht. Stattdessen spielen die drei Mädchen, die Chandler noch nie zuvor gesehen haben, mit. Damit Chandler nicht direkt Wind davon bekommt, dass Melinda hinter allem steckt, versteckt sie sich auf dem Rücksitz des Autos. Sie wirft sich eine Decke über und wartet, bis Lori und Hope Chandler abgeholt haben. Chandler öffnet ihnen die Tür. Zunächst möchte sie eigentlich gar nicht mehr mit. Immerhin ist es schon spät und ihr Vater würde es sicherlich nicht gutheißen, dass sie sich um diese Uhrzeit herausschleicht. Aber die Absicht, Amanda wiedersehen zu können, überzeugt sie dann doch. Sie folgt den Mädchen zu Loris Auto und setzt sich auf den Rücksitz. Als die Autotür geschlossen wird, sitzt Chandler unwissentlich in der Falle. Melinda verlässt ihre Tarnung und packt Chandler unvermittelt bei den Haaren. Sie hält ihr das Messer, das sie den anderen Mädchen am Abend gezeigt hat, an den Hals. Sofort beginnt sie Chandler in einem drängenden Ton nach ihrer Beziehung zu Amanda auszufragen. Während Chandler auf dem Rücksitz in Todesangst das Messer an ihrem Hals spürt, startet Lori das Auto. Der teuflische Plan der Mädchen beginnt. In den nachfolgenden Kapiteln gibt es explizite Beschreibungen von Gewalteinwirkung. Es geht um körperliche und sexuelle Gewalt gegen Minderjährige. Wenn ihr euch mit diesem Thema zu unwohl fühlt, überspringt die nächsten beiden Kapitel oder schaltet das Video an dieser Stelle ab. Lori, die am Steuer sitzt, fährt einen ganz besonderen Ort an. Das Witch's Castle ist eine Art Ruine und befindet sich an einem abgelegenen Ort in der Nähe der Stadt Utica. Lori erzählt den anderen Mädchen von einer lokalen Legende.
Laut dieser hätten einst 9 Hexen im Witch's Castle gelebt. Die Dorfleute hätten das Haus niedergebrannt, um die Hexen zu vertreiben. Seitdem würden die Geister der Hexen die Ruinen immer wieder heimsuchen. Als die Mädchen dort ankommen, weint Shanda bereits heftig. Man kann sich kaum vorstellen, wie sehr die Situation sie verängstigt haben muss. Melinda, Laurie, Hope und Tony zehren Shanda aus dem Auto und bringen sie zur Ruine. Dort nehmen sie ihre Ringe und ihre Armbanduhr ab. Sie fesseln die 12-Jährige mit einem Seil, das Laurie in ihrem Kofferraum hatte. Shandas Armbanduhr ist ein Modell von Mickey Mouse. Die Uhr kann eine Melodie abspielen, zu der Hope tanzt. Melinda verteilt währenddessen Shandas Ringe an die anderen Mädchen. Sie droht Shanda, sie würde ihr die Haare abschneiden. Laurie erzählt wieder die Legende der 9 Hexen. Das Witch's Castle sei mit menschlichen Knochen übersät. Und schon bald würden Shandas Knochen hinzukommen. Um ihr weiter Angst einzujagen, schnappt Laurie sich ein altes T-Shirt aus ihrem Kofferraum und zündet es vor Shandas Augen an. Die Mädchen machen sich jedoch Sorgen, das Feuer könnte vorbeikommende Autofahrer auf die Szene aufmerksam machen. Also packen sie Shanda und fahren weiter. Unterwegs bittet Shanda die 4 anderen Mädchen mehrfach, sie wieder nach Hause zu bringen. Auch hier hätte sich allen Beteiligten wieder eine Gelegenheit geboten, um Einsicht zu zeigen. Melinda, Laurie, Tony und Hope haben bereits Grenzen überschritten. Doch anstatt Shandas Bitte nachzukommen und sie zurück zu ihrem Vater zu fahren, stacheln sich die Mädchen immer weiter an. Melinda zwingt Shanda dazu, ihren BH auszuziehen. Sie reicht diesen an Hope weiter. Sie sitzt inzwischen am Steuer des Autos und versucht, das Auto zu lenken, während sie sich Shandas BH überzieht. Das Auto der Mädchen kommt vom Weg ab und sie verfahren sich. Irgendwann kommen sie an einer Tankstelle vorbei. Sie werfen eine Decke über Shanda, um das Mädchen für Außenstehende zu verstecken. Laurie geht in das Tankstellengebäude und bittet um eine Orientierungshilfe. Tony benutzt in dieser Zeit eine Telefonzelle neben der Tankstelle. Sie ruft einen Freund an. Sie erwähnt ihm gegenüber jedoch nicht, was die Mädchengruppe gerade mit der 12 Jahre alten Shanda anstellt. Stattdessen führt sie mit ihm ein ganz normales Gespräch. Nach einer kurzen Weiterfahrt verlieren die Jugendlichen wieder den Überblick. Abermals halten sie an einer anderen Tankstelle an. Sie sprechen mit ein paar Jungs, die ihnen den Weg nach Madison beschreiben. Dort gibt es ein Waldgebiet, das die 3 jetzt ansteuern. Laurie wohnt ganz in der Nähe und kennt sich aus. Im Wald führt Laurie Shanda und Melinda zu einem verlassenen Gebäude. Dort wollen die Mädchen ihren teuflischen Plan zu Ende bringen. Hope und Tony warten im Auto. Ihnen ist die Situation wohl nicht länger geheuer. Also bringen Laurie und Melinda Shanda allein in den Wald. Dort bringen sie die 12-Jährige dazu, sich bis zur Unterwäsche auszuziehen. Die Temperaturen in einer Januarnacht liegen in Madison durchschnittlich bei knapp über 0 Grad. Shanda muss eisig kalt gewesen sein. Melinda beginnt nun mit den Fäusten auf Shanda einzuschlagen. Sie packt das Mädchen am Kopf und rammt ihr Gesicht immer wieder auf ihr Knie. Dabei wird Shanda schwer am Mund verletzt. Das Mädchen trägt eine Zahnspange. Das Metall bohrt sich durch die Aufschläge in ihr Zahnfleisch. Zwischen den Schlägen fleht Shanda Melinda an, aufzuhören. Sie verspricht sich künftig weiter von Amanda fernzuhalten. Doch das reicht Melinda nicht. Sie zieht das mitgebrachte Messer und versucht, Shanda eine Schnittwunde am Hals zu verpassen. Doch das Messer ist nicht scharf genug. Die 3 kämpfen einige Minuten lang im Wald miteinander, als Hope dazukommt. Sie hält Shanda fest, während Melinda und Laurie ihr abwechselnd mit dem Messer in die Brust stechen. Sie drosseln Shanda mit einem Seil, bis das Mädchen bewusstlos wird. Als sie sich nicht mehr regt, packen Laurie und Melinda Shanda und legen sie in den Kofferraum des Autos. Sie erzählen Hope und Tony, dass Shanda tot sei. Doch die Geschichte endet hier noch nicht. Mit Shanda im Kofferraum fahren Melinda, Laurie, Hope und Tony zu Laurie nach Hause. Dort waschen Melinda und Laurie sich Shandas Blut ab. Danach trinken die 4 Mädchen gemeinsam Limonade. Niemand, der die 4 so gemeinsam sieht, hätte gedacht, dass die Jugendlichen nur wenige Minuten zuvor ein Mädchen grausam misshandelt haben.
Mit einmal hören die vier von draußen Schrei. Sie kommen aus dem Kofferraum von Lauries Wagen. Lauri nimmt ein Küchenmesser und geht damit nach draußen. Sie öffnet den Kofferraum und sticht einige weitere Male mit dem Messer auf Chandler ein. Wenige Minuten später kommt sie blutverschmiert zurück. Gemeinsam führen Melinda, Lauri, Hope und Tony ein Wahrsagungsritual durch. Lauri besitzt einige Edelsteine, die die Mädchen für das Ritual nutzen. Mittlerweile ist es 2.30 Uhr am Morgen des 11. Januar. Damit ist der letzte Tag im jungen Leben von Chandler angebrochen. Keines der vier Mädchen scheint Schwierigkeiten damit zu haben, ihre Tat zu verarbeiten. Lauri und Melinda beschließen sogar noch nicht genug von der Nacht zu haben. Sie wollen noch ein wenig mit dem Auto herumfahren. Tony und Hope bleiben dieser Zeit allein in Lauries Haus zurück. Melinda und Lauri machen sich auf den Weg in die nahegelegene Stadt Canaan. Aus dem Kofferraum kommen weiterhin Geräusche. Es klingt, als würde Chandler gurgeln und weinen. Lauri stoppt das Auto. Als sie und Melinda den Kofferraum öffnen, setzt sich die blutüberströmte Chandler auf. Sie kann nicht mehr sprechen und ist offenbar kurz davor, erneut das Bewusstsein zu verlieren. Aber trotz der zahlreichen Messerstiche lebt sie noch immer. Lauri greift zu einem im Auto liegenden Montierhebel. Damit schlägt sie nun immer wieder auf Chandler ein, bis sie keine Geräusche mehr von sich gibt. Fasziniert erzählt sie Melinda, sie habe gespürt, wie Chandlers Schädeldecke unter den Schlägen nachgegeben habe. Laut einiger Berichte sollen Melinda und Lauri den Montierhebel auch verwendet haben, um Chandler zu vergewaltigen. Die Attacke mit dem Hebel zieht sich über mehrere verschiedene Stopps, die die beiden in den kommenden Stunden einlegen. Immer wieder machen sie auf ihrer Fahrt Halt und misshandeln Chandler weiter. Erst kurz vor Anbruch des Sonnenaufgangs kehren Melinda und Lauri zurück zu Lauries Haus. Als Tony und Hope nach Chandler fragen, erklärt Lauri ihnen lachend, wie sie und Melinda Chandler zusammengeschlagen haben. Noch einmal zur Erinnerung, weder Lauri noch Hope oder Tony haben Chandler zuvor überhaupt gekannt. Sie hatten das 12 Jahre alte Mädchen noch nie zuvor gesehen und kannten sie nur aus Melindas Erzählung. Vom Gelächter der Mädchen wacht Lauries Mutter auf. Sie schreit ihre Tochter an, weil sie so lange wach geblieben ist und unabgesprochenen Besuch mitgebracht hat. Lauri versucht, ihre Mutter zu besänftigen und verspricht Hope, Tony und Melinda nun nach Hause zu fahren. Lauries Mutter kann nicht ahnen, dass zu diesem Zeitpunkt ein schwer verletztes 12-jähriges Mädchen im Kofferraum ihrer Tochter liegt. Doch Lauri fährt die Mädchen nicht nach Hause. Stattdessen geht es zu einem abgelegenen Parkplatz. Dort steigen Lauri, Melinda und Hope aus, während Tony im Auto sitzen bleibt. Die drei Mädchen öffnen den Kofferraum. Auch Hope fällt nun aktiv in die Verhöhnung von Chandler ein. Sie besprüht sie mit Reinigungsmittel und sagt spöttisch: Jetzt siehst du nicht mehr so heiß aus, oder? Die Mädchen setzen ihre Fahrt fort. An einer Tankstelle kaufen sie eine Flasche Pepsi. Lauri schüttelt den Inhalt aus und füllt die Flasche mit Benzin auf. Hope schlägt vor, an einen etwas abgelegenen Ort nahe einer Schnellstraße im Norden von Madison zu fahren. Als sie an dem Platz Halt machen, bleibt Tony abermals im Auto sitzen. Melinda, Lauri und Hope steigen aus und heben Chandler aus dem Kofferraum. Trotz ihres stundenlangen Martyriums ist Chandler Scherer immer noch am Leben. Sie wickeln die 12-Jährige in eine Decke ein und tragen Chandler auf eine Wiese. Dort bringt Lauri Hope dazu, das Benzin aus der Pepsi-Flasche über Chandler auszuschütten. Dann zünden sie das lebende Mädchen an. Sie machen sich schon auf den Weg zum Auto, als Melinda zu bedenken gibt, Chandler könnte vielleicht immer noch leben. Also gehen sie noch einmal zurück und gießen auch das restliche Benzin aus der Flasche auf den brennenden Körper. Lauri, Melinda, Hope und Tony lassen Chandler dort einfach zurück. Gegen 9.45 Uhr kommen sie mit dem Auto an einer McDonald's-Filiale vorbei. Als wäre nichts geschehen, frühstücken sie dort gemeinsam. Sie sollen sich darüber lustig gemacht haben, dass Chandlers verbrannter Leichnam wie eines der Würstchen auf ihrem Tablett ausgesehen habe.
Nach dem Frühstück setzt Laurie Hope und Tony jeweils bei den beiden Mädchen zu Hause ab. Melinda ruft Amanda an und erzählt ihr, sie habe Shanda ermordet. Sie fragt, ob die beiden sich später an diesem Tag treffen wollen. Dieses Treffen findet tatsächlich statt. Laurie und Melinda fahren zu Melinda nach Hause. Dort treffen sie zuerst eine Freundin von Melinda, der sie ebenfalls von dem Mord erzählen. Doch die Freundin nimmt die Geschichte nicht ernst. Sie glaubt Laurie und Melinda nicht, dass die beiden wirklich eine 12-Jährige ermordet haben wollen. Zusammen mit der Freundin fahren Laurie und Melinda zu Amanda nach Hause. Auch hier berichten sie noch einmal von dem Mord an Shanda. Sie zeigen Amanda sogar den Kofferraum. In diesem sind deutlich blutige Handabdrücke zu erkennen. Doch Amanda gibt an, den beiden zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht zu glauben. Sie habe die Geschichte für eine von Melindas leeren Drohungen gehalten. Dennoch soll Melinda Amanda darum gebeten haben, niemanden von dem Verbrechen zu erzählen. Und Amanda hat eingewilligt. Während all das passiert, sind am 11. Januar zwei Brüder aus Canaan unterwegs. Bei ihrer Autofahrt entdecken sie Shandas Leichnam im Feld. Sie sehen den Körper von der Straße aus und denken zunächst, es handelt sich um eine verbrannte Puppe. Erst als die beiden neugierig aussteigen, erkennen sie, dass es sich um den verbrannten Körper eines Kindes handelt. Es ist 10.55 Uhr, als die Zeugen über ein Nottelefon die Polizei anrufen. Diese kann die Identität des verbrannten Kindes zunächst nicht feststellen. Gesicht und Hände lassen sich nicht mehr erkennen. Die Polizei vermutet, dass diese aus Absicht stärker verbrannt worden sein könnten, um die Identifikation des Leichnams zu erschweren. Shandas Unterwäsche wurde hier heruntergezogen. Die Beine sind in einer sexualisierten Position ausgerichtet. Zunächst glaubt die Polizei, die verbrannte Person sei vielleicht Zeuge eines Drogendeals geworden und wäre deshalb verbrannt worden. Zur selben Zeit bemerkt Shandas Vater Steven, dass seine Tochter nicht zu Hause ist. Er ruft Freunde, Nachbarn und Shandas Mutter an. Doch niemand hat etwas von der 12-Jährigen gesehen oder gehört. Steven und Shandas Mutter Jacqueline wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche Qualen ihre Tochter in der Nacht erlitten hat. Am Mittag geben die beiden eine Vermisstenanzeige auf, in der Hoffnung, Shanda bald wiederzufinden. Aber leider werden sie die 12-Jährige nicht mehr lebend wiedersehen. Um 20.20 Uhr betreten Hope und Tony mit ihren Eltern die Polizeidirektion von Jeffersonville. Erst 20 Minuten zuvor hatte die Dienststelle einen merkwürdigen Anruf erhalten. Ein Junge hatte sich gemeldet und behauptet, ein paar Teenagerinnen hätten sich im örtlichen Bowling Center über einen Mord unterhalten. Nun stehen vor den Polizisten die verzweifelten Eltern von Hope und Tony, ihre Töchter im Schlepptau. Sie erzählen, ihre Töchter seien in den Mord an einem Mädchen namens Shanda verwickelt. Bereitwillig erzählen die beiden 15-Jährigen, was passiert ist. Daraufhin entstehen die berüchtigten Mugshots der beiden. Hope erklärt später, der Polizeifotograf habe Witze gemacht, um die beiden aufzuheitern, weil sie so heftig geweint haben. Sonst hätten sie niemals so sehr gelacht. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei der am Mittag vermissten Shanda um das Mädchen handeln muss, von dem Hope und Tony erzählen. Noch an diesem Abend identifiziert man die verbrannte Kinderleiche als Shanda Sher. Durch die Aussagen von Hope und Tony werden auch Laurie und Melinda innerhalb weniger Stunden festgenommen. Der Zustand von Shandas Leichnam lässt vermuten, wie schlimm ihre letzten Stunden waren. An ihren Handgelenken sind noch immer die Einstiche ihrer Fesseln sichtbar. In ihrem Rektalbereich hat sie tiefliegende Verletzungen, die vermutlich durch die Vergewaltigung mit dem Montagehebel verursacht wurden. Die Autopsie belegt, dass sie tatsächlich noch gelebt hat, als sie angezündet wurde. In ihren Atemwegen finden sich Rückstände vom Rauch. Als offizielle Todesursache werden eine Rauchvergiftung und schwere Verbrennungen festgestellt. Doch diese Beschreibung wird nicht ansatzweise dem gerecht, was Melinda, Laurie, Hope und Tony dem erst 12 Jahre alten Mädchen angetan haben. Das Entsetzen über das grausame Verbrechen ist natürlich riesig. Es ist klar, dass die Mädchen trotz ihres jungen Alters drastisch bestraft werden müssen.
Die Anklage möchte sich dafür einsetzen, dass zumindest Laurie und Melinda nach erwachsenem Strafrecht verurteilt werden. Am 15. März werden Melinda und Laurie wegen Mordes, Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, schwerer Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Einschüchterung, Kindesmissbrauch und Brandstiftung angeklagt. Beide werden zu jeweils 60 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Auch Hope wird zu einer 60-jährigen Haftstrafe verurteilt. Wegen strafmildernder Umstände werden ihr davon allerdings 10 Jahre abgezogen. Nach einem Revisionsverfahren wird ihre Haftstrafe weiter auf 35 Jahre reduziert. Auf die Todesstrafe wird gänzlich verzichtet, da die Mädchen sich nach Deals mit der Staatsanwaltschaft in den wesentlichen Anklagepunkten schuldig bekennen. Tony bekennt sich der Freiheitsberaubung von Chandler schuldig. Sie kooperiert viel mit den Ermittlern und trägt wesentlich zur Aufklärung des genauen Tatablaufs bei. Aufgrund dessen erhält sie eine Haftstrafe von nur 20 Jahren. Während dieser Zeit in Haft versucht sie zunächst, sich das Leben zu nehmen. Später macht sie einen Abschluss nach und wird im Dezember 2000 aus dem Gefängnis entlassen. Effektiv hat sie also nur 8 Jahre abgesessen. Bei ihrer Entlassung ist sie 24 Jahre alt. Auch Hopes Haftstrafe wird reduziert. Sie wird 2006 entlassen. Seit 2011 ist ihre Bewährung abgelaufen. Leider verstirbt Chandlers Vater Steven im Mai 2005. Berichten zufolge starb er in den Schäden von langjährigem Alkoholmissbrauch. Er hat den Tod seiner Tochter nie verkraften können und hat sich Zeit seines Lebens die Schuld für die Entführung von Chandler gegeben. In einem Interview sagt Chandlers Mutter, er habe alles getan, was er tun konnte, um sich umzubringen, außer sich eine Waffe an den Kopf zu halten. Nachdem Hope und Tony wieder frei sind, versucht auch Melinda eine vorzeitige Entlassung zu erwirken. Ihr Gesuch wird jedoch abgelehnt. Im Gefängnis beginnt sie im Rahmen eines Rehabilitationsprogramms Servicehunde für Menschen mit Handicap auszubilden. You were here 19 years from the time you're 16 years old. You have no outside experience. You have never been an adult in the free world. Really. So how does that make you feel? A little emotional. Okay. I mean, it's sad, but not only for me, it's sad for everyone involved. 2012 entschließt sich Chandlers Mutter Jacqueline zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie entscheidet sich dazu, in Chandlers Namen einen Hund namens Angel an Melinda zu spenden. In dem Programm soll sie den Hund ausbilden. Chandlers Mutter hofft, jährlich einen Hund an Melinda spenden zu können. Jacqueline bekommt dafür viel Kritik, sagt aber: Es ist meine Entscheidung, die ich treffen muss. Sie ist mein Kind. Wenn man nicht zulässt, dass aus schlechten Dingen gute Dinge entstehen, wird nichts besser. Und ich weiß, was mein Kind wollen würde. Mein Kind würde das wollen. 26 Jahre nach dem Mord an Chandler wird Laurie 2018 entlassen. 2019 wird auch Melinda freigelassen. Heute leben alle vier Täterinnen wieder in Freiheit. Aufgrund von mildernden Umständen kamen alle von ihnen früher aus dem Gefängnis heraus. Wie im dritten Kapitel angedeutet, hatten alle vier Täterinnen sehr schwierige Hintergründe. Auf die möchte ich in diesem Kapitel gern noch eingehen. Die Umstände rechtfertigen die Tat selbstverständlich nicht im geringsten. Dennoch könnten sie einen interessanten Einblick in die Psyche der Täterinnen geben. Nicht zuletzt waren sie auch einer der Gründe dafür, dass die Täterinnen früher entlassen wurden. Denn alle drei kommen aus Familien, in denen sie tagtäglich Gewalt ausgesetzt waren. Tony wurde im Alter von 9 Jahren von einem Familienmitglied sexuell missbraucht. Ein weiterer Missbrauch folgte, als sie 14 Jahre alt war. Als Achtklässlerin versuchte sie zum ersten Mal, sich das Leben zu nehmen. Auch Hope zeigt in diesem Alter Auffälligkeiten und verletzte sich regelmäßig selbst. Laurie wurde im Alter von 5 und 12 Jahren sexuell missbraucht. Zudem litt sie unter der streng christlichen Erziehung ihrer Mutter. Diese soll einmal versucht haben, sie zu würgen, als sie erfuhr, dass sie eine Jeans anstelle eines Kleides angezogen hatte. Außerdem wurden mehrere Exorzismen an Laurie durchgeführt.
Sie hat sich auch, wie Hope, regelmäßig selbst verletzt. Einmal musste sie aufgrund dessen sogar in die Notaufnahme. Nach einer Borderline-Diagnose war sie über einen längeren Zeitraum in der Psychiatrie. Ihr Bruder äußert sich zu Lauries Aussagen, die zu strafmindernden Umständen führten, jedoch kritisch. But Laurie Tackett's brother says his sister has lied about that night and other aspects of her life. She's lying about everything as far as I'm concerned. I think they're all lying. I don't just think my own sister's lying, I think they're all lying. All four of the girls should get years. Melinda, die die Tat initiiert hat, hat mehrmals angesehen, wie ihr Vater ihre Mutter physisch und sexuell missbrauchte. Ihre Mutter beging mehrere Suizidversuche. Auch Melindas Schwestern geben an, vom Vater sexuell missbraucht worden zu sein. Durch die Erkenntnisse im Prozess wird Melindas Vater später wegen Vergewaltigung, Sodomie und sexueller Nötigung angeklagt. 1998 begeht er Suizid. Auch Amanda, deren Beziehung zu Chandler Melindas Wut ausgelöst hatte, wird in diesem Fall oft kritisiert. Juristisch wurde sie nicht belangt. Sie behauptet, sie habe die Briefe mit den Mordfantasien von Melinda damals ihrem Vater gezeigt. Der habe die Briefe dann an die Jugendstaatsanwaltschaft weitergeleitet. Dafür gibt es jedoch keine Belege. Chandlers Mutter Jacqueline glaubt ihr die Geschichte nicht. 30 Jahre nach der Tat wird eine Sondersendung des US-amerikanischen Formats Dr. Phil ausgestrahlt. Jacqueline und Chandlers Schwester sitzen Hope in der Show direkt gegenüber. Hope, let me ask you a question. How do you think you could have made this up to us? What could you have done to make this up to us? There, and to Chanda? I don't think that there's anything that I could do to make this up to you. Oh, but there was. There was one thing you could have done. You could stay in prison. And you could have served out your sentence. That's what you could have done. There was only one thing you could have done. Because you can't bring her back. You can't make that night go away. You can't take back all that you did to my child. But you could have stayed in jail. And you could have served your sentence. That's the only thing that they ask of you. That's the only thing I ask of you. But you had to try over and over and over and over and over because it was always about you and what you wanted, not about what you should have done. Do you have children, Hope? No. God, I hope you never do. I hope nothing good for your life. I'm sorry, but I hope nothing good. Auch an Amanda üben Chandlers Angehörige scharfe Kritik und machen sie für ihren Tod mitverantwortlich. Außerdem ist sie empört darüber, dass die 14-jährige Amanda sich überhaupt mit einer 12-Jährigen eingelassen hat. In dieser Entwicklungsphase würden die 2 Jahre Altersunterschied insbesondere in Bezug auf sexuelle Handlungen einen großen Unterschied machen. Das hätte Amanda klar sein sollen. I mean, you can't molest somebody when she came to me first. I never came to Chandler like that. Chandler locked me in her bathroom and made the first move on me, not the other way around. Did you have a sexual relationship with her? Yes. Did you think that because she was only 12 that it wasn't a good idea? I mean, she was seeing boys older than me. So, obviously, I mean, she knows what she was getting into. I didn't do nothing to her that she didn't want me to do. Der Mord an Chandler Scherer macht bis heute fassungslos. Melinda ist als 16-Jährige so eifersüchtig auf ein 12-jähriges Mädchen, dass sie sich dazu entschließt, Chandler zu ermorden. Und das nur, weil sie ihrer 14-jährigen Freundin nahesteht. Melinda bedroht das Mädchen über Monate hinweg. Laurie, Hope und Tony beteiligen sich an der Entführung von Chandler. Und das, obwohl sie das Mädchen noch nie zuvor getroffen haben. Hope und Tony kennen bis zum Tattag noch nicht einmal Melinda. Trotzdem machen alle drei mit und intervenieren auch nicht, als die Situation endgültig aus dem Ruder läuft. Jedes der Mädchen hätte zwischendurch Gelegenheit gehabt, sich der Situation zu entziehen. Tony hat ja sogar mit einem Freund telefoniert und hätte ihn zur Hilfe rufen können. Doch stattdessen haben sowohl sie als auch Hope den Mord an Chandler stillschweigend in Kauf genommen. Bis heute tritt Chandlers Mutter Jacqueline regelmäßig in den Medien auf. Sie engagiert sich auch aktiv gegen Kindesmissbrauch. Denn in der traumatisierenden Vergangenheit der Täterin sieht sie Teilgründe für die Tat. Auch wenn das Trauma von Melinda, Laurie, Hope und Tony die Folter und den Mord an Chandler niemals erklären oder rechtfertigen wird.
Obwohl der Mord an Shanna Scherer so brisant ist, wird in der True Crime Community eher selten diskutiert. Mich würde interessieren, wie ihr den Umgang von Shannas Mutter mit der Tat empfindet. Niemand von uns kann sich in ihre Lage hineinversetzen, das ist klar. Aber meiner Ansicht nach zeugt es von bemerkenswerter Stärke, sich so sehr mit den Mördern der eigenen Tochter auseinanderzusetzen. Ihr Ansatz, aus dem Furchtbaren etwas Gutes werden zu lassen, ist wirklich bewundernswert. Glaubt ihr, dass ihr nach einem solchen Erlebnis auf diese Art auf Menschen wie Melinda, Laurie, Hope und Tony zugehen könntet? Ich bin gespannt auf eure Gedanken dazu. Mit einem Kommentar unterstützt ihr außerdem den Kanal. Und sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Das hilft dem Kanal wirklich extrem weiter. Und wenn ihr schon dabei seid, aktiviert auch gerne die Glocke. Denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das YouTube-Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Wenn wir schon dabei sind, Eigenwerbung zu machen, guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Da gibt's auch Links zu meinem Discord und Instagram. Bei Instagram könnt ihr mich sehen, meine Katzen, manchmal behind the scenes und sonst auch ein paar andere uninteressante Dinge. Ich würde mich über einen Follow freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao Leute.